Herzlich willkommen bei Blade & Soul. Wir zeigen euch, wie es weitergeht in der Welt des Kampfsportes. Unsere Ausbildung läuft auf jeden Fall weiter. Wir müssen jetzt hier am Strand genau diese Viecher hier kloppen. Sand haben Viecher. Ja, finde ich gut den Namen. Da müssen jetzt hier 8 Teile kloppen. Unter anderem, dass wir uns hier nicht so viel Damage schreiben, damit wir nicht irgendwie Tränke verbrauchen. Ich spare sowas immer gerne auf. Ich drücke immer Attack, weil ich von dem anderen dran gewöhnt bin. Also ich spiele ja auch einen Kung Fu Master und der kann halt mit Attack springen. Das kann er hier nicht. Oh, ein Hero Token. Ja, Kung Fu. Ah, siehst du wieder. Und das hier, ja, sehr nice, sehr nice. Das hier ist ein Dao. Das kann der Lynx Worldmaster und der Blade Master, also ich, tragen. Unter anderem kann ich damit aber auch Shift links klicken und das Ding da reinhauen und dann kann die sagen, ja, mal weiter, jetzt plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Ah, schade. Also gibt nicht so viel XP, deswegen farmen die Leute nachher alle das lilane Zeug, aber mit den XP könnte man das natürlich jetzt besser machen. Deswegen da diese 2 nach oben. Passt aber, Level 5 sind wir ja sowieso noch nicht. Er hat aber eine lange Move-Zeit, ne? Also dieses Fully Moon Slutter irgendwas. Also das hier. Er braucht ja ewig, bis er schlägt. Er macht erst Chuck-Legel-Chuck und dann haut er es zu. Ja, das ist, gedrückt. Und er sieht man, es ist aber schon eine echt lange Zeit, was das braucht. Also ich denke mal, Rechtsklick wird hier mein Hauptskill sein. Also ranrutschen, Rechtsklick. Noch ein bisschen Linksklick. Ja, schade eigentlich. Man kann sich schöne Kombis zusammensuchen, wo man wenig Schaden abbekommt oder die ganze Zeit blocken kann. Er kann halt komplett blocken. Der Kung Fu Master macht halt einen Block, der nur einen Teil blockt, aber dafür greift er den Gegner auch an. Also ja. Ist ganz interessant. Da. So, haben wir gemacht. Wir haben ein bisschen aufgeräumt am Strand. Wir sollen jetzt da links weiter quasseln. Ich weiß immer nicht genau, wie ich damit umgehen soll, dass wenn ich sage, okay, ich muss den Dungeon jetzt erstmal 4-5 Mal farmen, ob ich das alles aufnehmen soll oder ob ich das nicht zeigen soll. Wenn ihr das hier hört und mitbekommt, könnt ihr mir ja mal sagen, ob ich das einfach zeigen soll, ob ich sagen soll, hier eine Folge Dungeon Crawler oder soll ich einfach dieses Grinden einfach außen vor lassen und das gar nicht in Let's Plays zeigen. Natürlich kann ich das in Endgames zeigen, wo man halt zu mehreren Leuten farmt. Was ist der? Achso, ja. Da will er jetzt, glaube ich, jetzt, dass ich hier Ding auseinandernehme oder was? Ah ne, da wollte er jetzt, dass ich das hier... Ach, scheißegal. Die 2 Treffer schenken wollen nicht. Genau, er wollte jetzt hier, dass ich hier das Ding auseinander nehme und öffne, also wieder rein da. Ja. Wäre auf jeden Fall gut zu wissen, was die Leute sehen wollen. Ob die sagen, das ist eigentlich dämlich, ich will nicht sehen, was du da die ganze Zeit droppst. Oder ist es interessant noch zu sehen, was du da droppst. Ich werde das einfach mal machen. Ihr werdet die Folge dann auch sehen und dann könnt ihr mir ja sagen, das ist blöd, das macht keinen Sinn oder das ist interessant zu sehen, was denn andere Leute
aus den Dungeon-Kisten droppen. Sind ja hier auch schnelle Dungeons am Anfang, also quick, quick. Da hinten soll ich es. Ah, okay. Ah, hier kannst du auch mal die Map sehen. Also, das ist schon echt bombastisch, ja. Also, so klein ist es jetzt hier gerade. Ja, man muss ja bis hier oben hin. Aber so ist es dann doch schon. Ja, das ist schon einiges. Ich glaube, ich bin hier die ganze Zeit hin und her gelaufen. Da war ich, glaube ich, noch gar nicht. Nee. Ja. Genau, und hier unten gehe ich dann gleich hin. Und hier ist es diese Wheel of Glück irgendwas. Und da werde ich dann gleich ein bisschen rumbabbeln. Ja, und auch das sind Sachen, ja, da muss man dann sagen, wollen wir es sehen oder wollen wir es nicht sehen, wenn ich da 3 Stunden lang rumhüpfe und dann 12 Videos hochlade, wo ich eigentlich dasselbe mache, ist es auch, ja, leicht bescheiden, oder? So, hier gehen wir mal durch. Ja, jetzt fängt es nämlich schon an. Das hier wäre der erste Dungeon, den werde ich euch dann gleich zeigen. Unter anderem ist rechts 1000 Souls. Den werde ich natürlich jetzt mal kurz machen. Und den werdet ihr dann, ja... Ich werde das dann ein bisschen abfarmen und werde euch dann zeigen, was im Endeffekt da herumgekommen ist. Ja, komm mal her. Sehr schön, passt ja. Denn diese 1000 Souls ist halt, man bekommt eine Seele und diese Seele kann man, oder zwei, manchmal auch drei, kann man dann halt in dem Glücksrad benutzen. Und in diesem Glücksrad kann man dann halt Waffen, Rüstung und also Anziehsachen-Set und so bekommen. Und dementsprechend sind hier immer die Leute und man bekommt dann halt lederne Sachen. Mit lederne Sachen kannst du dein Equipment sehr gut aufleveln, ja. Also die Waffe. Deswegen werde ich das hier direkt auch jetzt mal zeigen. Also hier chillt man dann erstmal eine Runde. Questmäßig braucht man hier auch später das Luder. Hier sieht man, ist eine Lampe. Ich bin stark für die dabei. Die kann man dann auch, wenn sie auf dem Boden liegt. Oh, cool. Die kann man dann aufheben und die kann man dann schmeißen. Ja, die macht dann halt Damage. Das ist der Boss 1000 Seelen. Ja, da hau ich jetzt ein bisschen ein. Und jetzt kann man jetzt halt, sieht man da links unten im Chat, Essenz 1000 Souls einsammeln. Jetzt habe ich ein paar Seelen gefarmt. Das hier ist dieses Glücksrad. Ich habe jetzt hier mal 6 Seelen zusammengefarmt, 6-mal den Boss da unten gekloppt. Und ihr seht schon jetzt hier dieses Bloodberry. Mädchen hat unter anderem ein paar Sachen hier jetzt bekommen. Unter anderem vorhin gerade eine Waffe und das Dreierding da. Es gibt auch da hinten noch ein Glücksrad, da stehen aber auch schon wieder Leute dran. So, jetzt drücken wir hier mal F, drehen das Dingen. Eine Waffe, eine Waffe, eine Waffe, eine Waffe. Yes, Mann. Ja, und da muss man die auch nehmen. Wenn man 5 Sekunden wartet oder sich bewegt, ist die Waffe wieder weg. Ja, also das habe ich vorher gemacht und das ist mir also nicht bewegen. Immer nur F drücken und nichts machen. Ja, ansonsten sind die Items weg und dann sagst du, ja. Ja, sehr nice. Jetzt haben wir direkt schon 2 Waffen. Das heißt, wir können eine direkt damit der anderen upgraden. Wenn wir so aufkriegen. Ich weiß gar nicht, ob wir Schlüssel haben. Muss ich mal gucken. Ich glaube, ich muss die Schlüssel aus dem Dungeon holen. Ja. Kann ich noch einmal? Ja. Ich hätte gerne ein Rüstungsset. Ja, oder auch nicht. Ja, also Schlüssel habe ich nämlich noch nicht. Kommen die hier raus? Ja, da kommen 5 Schlüssel raus. Dann machen wir das Ding dann hier doch einfach mal Ausrichtung, PvP. Alles super. Alles schön. So, mit den Schlüsseln kann man jetzt hier die Päckchen öffnen. Rechtsklick drauf, den oder den. Wenn man den hier nimmt, ist es für einen selber. Und da ist es halt random. Ja, also. Nehmen wir das einfach, zack, und irgendwas anderes rausgekriegt. Machen wir nochmal und. Ja, Glück gehabt.
Können wir sogar benutzen. Das ist für uns und es ist etwas besser. Es hat aber auf jeden Fall zwei Slots. Wir machen jetzt mal hier die Dinge auf. Das hier ist für das hier. Genau, das hier ist für das hier. Das ist eine gute Erklärung. Merke ich mir. Und die haben alle Level 6, 8. Scheiße, okay. Da muss ich auf jeden Fall mindestens noch zwei Level machen. Ja, da bin ich doch schneller, als man denkt. Machen wir die einfach mal alle auf. Und sortieren die. Und dann gehen wir mal ein paar davon verkaufen. So kann man sich unter anderem ein bisschen Kohle zusammenbasteln. Verkaufen. Unten haben wir auch noch. So, dann müssen wir ein Set vollständig haben, ne? 7. Ah, da fehlt dann wohl noch was. Da fehlt dann noch ein Teil. Okay. Ja. Das war's dann auch schon. Jetzt habt ihr gesehen, wie das, was ich hier rausbekomme. Und im nächsten Video seht ihr dann, wie ich Level 6 mache und dann das Zeug zusammencrafte. Haut rein, Leute. Ciao.